der Welt da draußen herrscht Krieg. Begreifen Sie doch, die sind überall. Vampire. Homines Nocturni. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Mein Name ist Abraham Whistler. Und Sie kennen Blade. Natürlich will ich so werden wie du. Daywalker. Du genießt die Vorteile beider Welt. Alle unsere Stärken. Ohne unsere Schwächen. Sie sind einer von denen, nicht wahr? Nein. Ich bin was anderes. Blades Mutter war von einem Vampir gebissen worden, als sie schwanger war. In 24 Stunden sind seine Wunden verheilt. Unglücklicherweise hat er auch ihren Blutdurst gelöscht. Jedes Mal, wenn ich eines dieser Monster zur Strecke gebracht habe, bekomme ich ein Stück dieses Lebens zurück. Die Geister der Zwölf. Sie werden La Magra erwecken. Du weißt von dem Blutgott. Frost. Ich sehe in dir nicht mehr als einen weiteren toten Vampir. Kreuze und fließendes Wasser sind nutzlos. Vergessen Sie die Weisheiten aus dem Kino. Es helfen nur Pfähle, Silber und Sonnenlicht. Er baut die Waffen. Und ich setze sie ein. Ich hoffe, ich bin nicht ungelegen gekommen. Ende August 1998 startete Marvels erster großer erfolgreicher Superheldenfilm Blade in den US-amerikanischen Kinos. In Zusammenarbeit mit New Line Cinema, mit Wesley Snipes in der Hauptrolle und Stephen Norrington für die Regie konnte die ca. 45 Millionen Dollar Produktion über 130 Millionen Dollar einspielen. Zudem entwickelte sich der Film auch im Heimkino auf dem neuesten Medium DVD zu einem Dauerbrenner. In den US-amerikanischen Kinocharts landete man auf Platz 28. In Deutschland, in welchem der Film ab 12. Dezember des Jahres zu sehen war, zählte man über 2 Millionen Zuschauer und konnte Platz 21 der Jahrescharts ergattern. Die Kritiken waren überwiegend positiv und die Comicfans waren ebenso angetan. Der visuelle Stil, die Actionszenen und der Fakt, dass die Comicvorlage ernst genommen wurde, waren hier die vornehmlichen Gründe für das viele Lob der Fans. Der Film kam zu einer Zeit in die Kinos, in welcher Comicverfilmungen bei den Produzenten der Filmstudios eher zögerlich in Betracht gezogen wurde. Batman und Robin war kaum ein Jahr zuvor ein in allen Belangen extrem enttäuschender Film geworden, welcher dem Comic-Genre erheblich geschadet hatte. Und auch andere Comicverfilmungen der 90er Jahre waren nicht die erhofften Erfolge an den Kinokassen geworden. Anders als Spider-Man oder die X-Men war Blade eine wenig bekannte Comicfigur des Marvel-Verlages. Blade tauchte das erste Mal 1973 in einem Comic auf, welches Tomb of Dracula hieß. Eric Brooks, wie Blade mit bürgerlichem Namen heißt, wurde 1929 in einem Bordell im Stadtteil Soho in London, England geboren. Blades Mutter war eine Prostituierte und als es bei der Geburt von Blade zu Komplikationen kam, rufte man einen Arzt. Tatsächlich war der Arzt aber der Vampir Deacon Frost, der Blades Mutter tötete, indem er ihr ganzes Blut trank. Das gab jedoch versehentlich bestimmte Vampirenzyme an ihren kleinen Sohn weiter, als er geboren wurde. Der Junge war nun ein Mensch-Vampir-Hybrid mit den übernatürlichen Fähigkeiten der Vampire, auch wenn diese zu Beginn noch nicht so groß und mächtig waren, wie sie es später werden sollten.
Blade tauchte über die Jahre in verschiedenen Serien auf, aber erst in den 90er Jahren sollte die Figur eine drastische Entwicklung durchmachen. Sein Aussehen wurde verändert, sowie die Waffen, welche er benutzte. Er tauchte in den Comicserien Ghost Rider und Nightstalkers auf, und als Nightstalkers eingestellt wurde, bekam er seine eigene Serie, die Blade the Vampire Hunter hieß. Aber diese Comicserie war nicht sehr langlebig. Aber wenn man sich den Film ansieht und mit dem damaligen Blade in den Comics vergleicht, wird man feststellen, dass die Filmemacher und Wesley Snipes sich bei der Figur extreme künstlerische Freiheiten genommen haben und diese völlig neu interpretiert haben. Was auch dafür sorgte, dass Blade in den Comics nun die Persona und Charakteristika des Filmblades übernehmen sollte. Im Verlauf des Jahres 1996 lief die Vorproduktion von Blade auf Hochtouren. Konzeptzeichner entwickelten Ideen für Sets und vor allem für Blades Aussehen und seine zahlreichen Waffen. Im Februar 1997 begannen dann die Dreharbeiten, die im Juni des Jahres beendet waren. Wesley Snipes, der Blade spielt, hat sich die Figur perfekt auf den Leib geschneidert und ist großartig in der Rolle. Wesley begann im Alter von 12 Jahren mit dem Kampfsporttraining. Er praktiziert verschiedene Kampfsportarten wie Karate, Hapkido, Jiu-Jitsu, Capoeira oder auch Kung Fu. Wesley kann in den Martial Arts Szenen des Films sein großes Können präsentieren und machte auch den überwiegenden großen Teil seiner Stunts selbst. Die Entwicklung eines Blade-Films begann schon im Jahr 1992. Rapper und Schauspieler LL Cool J war interessiert, die Hauptrolle zu spielen. Der Film landete später bei New Line Cinema. David S. Goyer wurde geholt, das Drehbuch zu schreiben. New Line wollte mit Blade eher in die Richtung einer Parodie gehen. Von dieser Idee konnte David Goyer New Line aber zum Glück abbringen. Der Drehbuchschreiber wollte mit Blade einen Film erzählen, der seine Figur und Welt ernst nahm. Wesley Snipes war damals wohl gerade dabei, einen Black Panther Film zu entwickeln, eine andere Figur aus dem Hause Marvel. Aber das Projekt kam nicht zustande und Wesley war daraufhin an Blade interessiert. 1996 unterschrieb Wesley den Vertrag für sein Mitwirken am Film. Für Drehbuchschreiber David Goyer kam kein anderer Schauspieler in Frage, obwohl New Line Cinema eine Zeit lang Namen wie Denzel Washington oder Lawrence Fishburne in Erwägung zogen. David Fincher sollte Regie führen und arbeitete schon am ersten Konzepten zusammen mit David Goyer, aber verließ das Projekt und wurde durch Steven Norrington ersetzt. Norrington arbeitete zu Anfang seiner Karriere zunächst mehrere Jahre lang als Special Effects Künstler im Filmbereich. Unter anderem an den Filmen Aliens und Split Second. Sein Debüt als Regisseur gab er 1994 mit dem Film Death Machine. Die Blade-Produzenten waren beeindruckt von Death Machine und seinem visuellen Stil. Stephen Dorff spielt den Vampir Deacon Frost. Frost ist ein moderner Vampir, der die Regeln zwischen Vampiren und Menschen in Frage stellt und seine Macht durch die Erweckung des Blutgottes als neuer Anführer der Vampirrasse sichern will. Stephen Dorff war kein Fan von kommerziellen Filmen. Besonders Comic-Verfilmungen waren für ihn eher lächerlich, aber Steven Norrington konnte den Schauspieler überreden. Zu einem früheren Zeitpunkt wollte man für die Rolle Jet Li verpflichten, der aber die Rolle zugunsten Lethal Weapon 4 ablehnte. Dorffs Meinung, was Comic-Verfilmungen betrifft, scheint sich auch nicht großartig verändert zu haben. So sagte er 2021 über den Marvel-Film Black Widow, dass dieser wie Abfall aussehen würde, wie ein schlechtes Videospiel und dass es peinlich ist, dass Scarlett Johansson in so einem Film mitspielen muss. Jeder kann natürlich seine eigene Meinung haben. Aber das von einem Mann zu hören, dessen einzig wirklich bekannte Rolle selbst eine Comicverfilmung ist, und naja, ein Britney Spears Musikvideo ist ein bisschen arm, wenn ihr mich fragt. Kris Kristofferson spielt Abraham Whistler, eine eindeutig moderne Interpretation von Abraham Van Helsing. Whistler ist ein Vampirjäger, dessen Familie von Vampiren ausgelöscht wurde. Er findet Blade als Junge auf der Straße und nimmt den weißen Jungen bei sich auf und zieht ihn groß. Gemeinsam bekämpfen Blade und Whistler die Vampire, wobei Blade in seinem Partner eindeutig eine Vaterfigur sieht. Auch Steven Norrington war es, der Chris zum Projekt holte, da der Regisseur in dem Schauspieler die perfekte Wahl für die Rolle des Whistler sah, obwohl er noch beim Schreiben der Rolle den Schauspieler Samuel Fuller im Kopf hatte. Zudem war Patrick McGoohan in der engeren Auswahl für die Rolle. Anne Bushy Wright spielt Dr. Karen Jensen, eine Hermatologin, die zu Anfang des Films von dem Vampir Quinn gebissen wird. Blade rettet sie in letzter Minute und sie beschließt daraufhin an der Seite von Blade zu bleiben und ein Heilmittel gegen den Vampirismus zu finden, um sich selbst zu heilen. Dabei entwickelt sie aber auch zufällig das beste Mittel, um Vampire zu töten. Die Produzenten wollten für die Rolle ursprünglich eine weiße Darstellerin, aber Wesley Snipes bestand darauf, die Rolle mit einer schwarzen Frau zu besetzen. Das führte dazu, dass Blade aufgrund der forcierten Verbindung zwischen Karen und seiner Mutter als Figur emotional etwas mehr Bandbreite bekam, also schlussendlich eine gute Entscheidung. Donald Logue spielt Quinn, einen arroganten Vampir, der Frosts engster Freund ist und der von Blade anscheinend ziemlich regelmäßig misshandelt wird. Quinns Rolle im Drehbuch war wesentlich kleiner als im fertigen Film, aber dadurch, dass der Schauspieler am Set so witzig war, bekam er mehr Szenen im Film. Udo Kier spielt den Vampir-ältesten Dragonetti und den Anführer des Hauses Erebus.
Unser deutscher Import Udo Kier, der international seit den 60er Jahren an über 250 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat, spielte in Blade nicht zum ersten Mal einen Vampir. Den ersten Vampir habe ich gespielt 1973 bei Paul Morrissey, Andy Warhol, Blood for Dracula. Dracula. Und dann hab ich noch ein paar Mal so Vampirrollen gespielt, die waren nicht wichtig. Schöner Abschluss jetzt. Ich glaube, das jetzt ist das. Es kommt noch ein Vampir im Rollstuhl und dann habe ich es dann. Blade kam vor fast 25 Jahren in die Kinos. Die visuellen Effekte sind heute betrachtet sehr unterschiedlich zu bewerten. Make-up und Prothesen können auch heute noch mehr als überzeugen. Greg Cannon, der hier verantwortlich war, hat bei den Vampiren und besonders bei der Figur Pearl sehr gute Arbeit geleistet. Der fette Vampir war eine große Herausforderung für Greg und sein Team. 5 Leute mussten gleichzeitig bei den Aufnahmen Pearl und seinen Körper bedienen, um ihm Leben einzuhauchen. Das Budget des Films war sehr eng und besonders die Special Effects, die am Computer kreiert wurden, haben darunter zu leiden und können heute nicht mehr als konkurrenzfähig erachtet werden. Sicherlich lag es nicht an der beauftragten Effektfirma VFX alleine, die zuvor mit Filmen wie Time Cop, Sudden Death oder Im Körper des Feindes bewiesen haben, visuelle Effekte erschaffen zu können, die auch heute noch gut aussehen. Zusätzlich war aber noch eine Firma namens Flat Earth Productions involviert, die solche Mist wie Mortal Kombat Annihilation oder Dungeons & Dragons zu verantworten haben. Die visuellen Effekte in diesen Filmen sind absolut grausam und waren damals schon nicht gut. Und in Blade sieht man auch eindeutig, wo diese Spieler Hand angelegt hat. Die explodierenden Köpfe und das Finale zwischen Blade und Frost sind, was die Effekte betrifft, sehr enttäuschend. Wenn Frost seine Hand oder seinen Körper abgetrennt werden, sieht man so sehr, dass die Effekte einfach nicht funktionieren. Ursprünglich sollte sich Frost in ein riesiges Blutmonster verwandeln, gegen welches Blade kämpfen sollte. Diese Sequenz sollte sich aber doch als viel zu kompliziert herausstellen und wurde von einigen im Team zudem als ziemlich lächerlich angesehen. Auch war das Testpublikum überhaupt nicht von der Szene überzeugt. Sie wollten Blade gegen Frost in seiner menschlichen Form kämpfen sehen. Also nahm man sich diese Kampfszene noch einmal vor und drehte ein neues, sehr viel besseres und simpleres Ende. Vielleicht kann man auch diesem Umstand die schwachen Effekte etwas zuschreiben, da in die andere Sequenz schon viel Zeit und Geld geflossen war. Das neue Finale wird auch unter dem sicherlich erschöpften Budget gelitten haben. Aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass man einfach viel zu ambitioniert war für die technischen Möglichkeiten und dem verfügten Budget für die visuellen Effekte. Die Filmmusik zum Film stammt von Mark Isham. Viele, die meine Videos schon länger schauen, wissen, dass ich kein großer Fan des Komponisten bin. Wobei ich aber Blade zu einer seiner besseren Arbeiten zählen würde. Die Musik ist atmosphärisch, mysteriös und fängt die Welt der Vampire und der gezeigten Bilder für mich perfekt ein. Blade hat nicht wie andere Superhelden, zum Beispiel wie Batman oder Superman, ein eigenes Heldenthema. Er sollte auch nie eines in den Fortsetzungen bekommen, was ich persönlich etwas schade finde. Ich mag es, wenn man einprägsame Heldenfanfaren für seine Superhelden hat. Wobei bei Blade, seinem Genre und seinem Inhalt es vielleicht auch nicht unbedingt nötig war. Der Score bekam seinerzeit eine CD-Veröffentlichung, die aber nur magere 7 Tracks beinhaltete, dessen Lauflänge zwar etwas länger ist, aber dennoch ist auf der CD nicht annähernd alles, was es an Musik zum Film gab. Zudem gibt es natürlich, wie damals üblich, ein zusätzliches Album mit Songs. Vornehmlich viele Hip-Hop-Tracks, die aber ehrlich gesagt überhaupt nicht mein Geschmack sind. Einzig das bekannte und heute noch coole Vampir-Disco-Stück zu Anfang des Films ist für mich auf der CD interessant. Sicherlich auch ein Album, welches die Zeit eingeholt hat. 2002 kam mit Blade 2 die Fortsetzung in die Kinos, spielte über 150 Millionen Dollar ein und ist damit der erfolgreichste Blade-Film an den Kinokassen bis heute. Mit Guillermo del Toro übernahm ein Mann den Regiestuhl, der dem Film seinen eher eigenen Stempel aufdrückte und dem typischen Comic-Look von Großstadt und Amerika entfernte. Mit einem sehr guten Cast um Wesley Snipes, welcher Kris Kristofferson umfasst, der als einziger, abgesehen von natürlich Blade aus Teil 1 zurückkehrt, haben wir noch Schauspieler wie Norman Reedus, Ron Perlman, Lenore Valera, Luke Goss, Donnie Yen und Thomas Kretschmann. Die Kritiken zu Blade 2 fielen gemischt aus, wobei ich sagen muss, dass Blade 2 für mich eine sehr gute Fortsetzung ist. Und zwar verlässt sich der Film in manchen Sequenzen zu sehr auf CGI, welches auch nicht mehr ganz frisch aussieht. Andere Effekte wie die zu Staub werdenden Vampire dagegen sehen noch heute sehr gut aus. Die Action ist überzeugend. Mit Luke Goss als ebenso wie Blade Vampir-Hybriden hat man einen guten Gegenspieler. Der Cast ist spielfreudig und Wesley Snipes als Blade definiert das Wort cool noch einmal ganz neu. Dass der Film sich visuell so sehr von Teil 1 abgrenzt, empfinde ich als seine extreme Stärke. Der Film fühlt sich nicht unbedingt wie eine Comic-Verfilmung an und ist für mich schwer unterhaltsam.
Im Dezember 2004 kam dann Blade Trinity in die Kinos und spielte mit 132 Millionen Dollar weniger ein als sein Vorgänger und wurde sowohl von Kritikern als auch Fans als enttäuschend bewertet. Berichten zufolge war Wesley Snipes mit dem Drehbuch des Films und der ursprünglichen Wahl des Regisseurs unzufrieden. David S. Goyer, der wie zuvor bei Teil 1 und 2 das Drehbuch geschrieben hatte, wurde dann ausgewählt, um den Regieposten zu übernehmen, wogegen Wesley Snipes ebenfalls protestierte. Berichten zufolge verursachte Wesley während der Dreharbeiten Schwierigkeiten, einschließlich der häufigen Weigerungsszenen zu drehen, und zwang Goyer häufig Doubles und Computereffekte zu verwenden, um Blade in Szenen einzufügen. Goyer beschrieb das Drehen des Films als das persönlich und beruflich schwierigste und schmerzlichste, was er je durchmachen musste. Co-Star Patton Oswalt behauptete, dass Wesley einen Großteil seiner Zeit mit dem Rauchen von Marihuana in seinem Wohnwagen verbrachte und dass er gegenüber Goyer gewalttätig wurde, nachdem Wesley ihm des Rassismus beschuldigt hatte. Es wurde auch behauptet, dass Wesley sich weigerte, mit Goyer oder seinen Co-Stars zu interagieren und stattdessen über seinen Assistenten oder die Verwendung von Notizen mit ihnen kommunizierte. Wesley soll auch über Ryan Reynolds bei einer oder mehreren Gelegenheiten schlecht gesprochen haben. Wesley selbst bestritt diese Version der Ereignisse und sagte, dass er als ausführender Produzent des Films die Befugnis gehabt habe, Entscheidungen zu treffen, aber dass einige Leute Schwierigkeiten gehabt hätten, diese zu akzeptieren. Der Film selbst hat auch eindeutig durch diese Probleme im Hintergrund gelitten. Und zusätzlich kommt aber auch noch hinzu, dass das Drehbuch schlecht ist. Zudem hat der Film ein Problem, das schon der Titel ankündigt: das Aufspalten des Films in drei Hauptprotagonisten. So muss sich Blade die Leinwand mit Abigail Whistler, gespielt von Jessica Biel, und Hannibal King, gespielt von Ryan Reynolds, teilen. Goyer konzentriert sich eindeutig zu sehr auf diese neuen Figuren und gibt ihnen einfach viel zu viel Beachtung. Wenn Blade auf dem Titel steht, will ich eigentlich auch nur Blade sehen. Ryan Reynolds ist überdominant in seiner Rolle. Sein Hannibal King ist eindeutig der Vorbote und sicherlich auch der Grund, warum viele Ryan lange Zeit als Traumbesetzung für Deadpool sahen. Auch ist Goyer kein sehr guter Regisseur. Seine Besessenheit, unendlich lang sich an den verschiedenen Waffen der Vampirjäger zu ergötzen und sinnlose Szenen zu drehen, in welchen diese präsentiert werden, ist seltsam. Zumal, wenn dann Ryans toller Ballermann nie wieder im Film auftaucht. Dann ist Blades Gegner Dracula von einem erschreckend fehlbesetzten Dominic Purcell so enttäuschend, dass einem fast die Worte fehlen. Eine gute Schauspielerin à la Parker Posey wird verheizt, auch wenn man ihr im Extended Cut etwas mehr Szenen gibt. Der Film hat natürlich immer noch ganz gute Action. Ryan Reynolds ist nun einmal ziemlich witzig und der Soundtrack ist für mich der beste der ganzen Reihe. Aber dennoch ist Blade Trinity kein sehr guter Film geworden. Nach den Erfahrungen bei Blade Trinity war man wohl erst einmal nicht bereit, mit Wesley Snipes weiterhin zusammenzuarbeiten, zumal Wesley sich mit New Line Cinema in einem Rechtsstreit um nicht gezahltes Gehalt befand. Die Blade-Marke wollte man aber nicht fallen lassen, so dass man 2006 eine Fernsehserie in Angriff nahm. David S. Goyer war auch bei dieser wieder beteiligt und so drehte man eine Staffel der Serie, die in Deutschland unter dem Titel Blade – Die Jagd geht weiter lief. Eine zweite Staffel gab es nicht, da Gerüchten zufolge die Serie dem damals noch jungen Sender Spike TV einfach zu teuer war, zumal die Einschaltquoten im Verlauf der Staffel immer weiter zurückgingen. Die Serie selbst umfasst somit also 13 Episoden und knüpft nahtlos an Blade Trinity an. In der Serie werden sogar kurze Szenen aus dem Film verwendet, sowie dessen Soundtrack. Blade wird hier aber nun von einem bemüht wirkenden Kirk Sticky Jones verkörpert, der eigentlich bis dahin vornehmlich als Rapper bekannt war. Die Serie hat durchaus seine Momente und ist kein Reinfall, aber auch kein Must-See und bietet eigentlich nichts wirklich Neues. Zumindest habe ich dieser Serie, nachdem ich Staffel 1 sah und wusste, es gibt keine zweite, nicht groß hinterher getrauert. Im Jahr 2010 begann Marvel eine Zusammenarbeit mit dem japanischen Anime-Studio Madhouse. 4 Anime-Serien sollten für den japanischen Markt produziert werden, um die Marvel-Helden darin dem japanischen Publikum näher zu bringen. So entstanden 12-teilige Serien zu Iron Man, Wolverine, den X-Men und als letztes Blade. Die Serie selbst ist eine Mischung aus der Filmtrilogie und den Comics und sollte wohl auch eine Antwort auf das dominante DC-Animationsstudio sein, welches damals wie auch heute in puncto Animation die Nase vor Marvel hat. Ich sah Blade zum ersten Mal, als dieser auf Pro7 ausgestrahlt wurde, natürlich erheblich geschnitten. Meine Mutter nahm damals vorsorglich Filme, die interessant erschienen, immer auf Video auf und so war es auch bei Blade. Der Inhalt und die Bilder in der Fernsehzeitschrift machten sie neugierig, somit sah ich ihn dann immer wieder.
Jahre später besorgte ich mir dann die DVD, welche uncut war, und mir wurde zum ersten Mal klar, wie zerschnitten ich Blade bis dahin gesehen hatte. Ich war damals als Kind schon eigentlich ein Comicleser, aber vornehmlich Superman, Batman und DC Comics. Marvel war für mich nur durch Spider-Man und Wolverine interessant und somit kannte ich Blade überhaupt nicht, zumal die Figur bis dahin ja auch ein eher unbekannterer Marvel-Comic war. Heute ist es natürlich so, dass jeder Film des Studios allein schon durch sein Logo zu Anfang extrem als Marvel-Film gefeiert wird. Damals wollte man den Comic-Hintergrund eines Films eher klein halten und wer bei der Eröffnung des Films nicht aufgepasst hat, übersah die Einblendung, dass Blade auf einem Marvel-Comic basiert. So konnte man glauben, dass es sich bei Blade um ein perfekt auf Wesley Snipes zugeschnittenes Action-Vehicle Handel mit Vampiren darin. Also muss man New Lines Mut, Geld in einen Film zu stecken, welcher nicht nur auf einem Comic basiert, nein, auch auf einem sehr unbekannten Comic anrechnen. Weil, wie schon einmal erwähnt, das Genre damals mehr als riskant für das Studio war. Aber Wesley Snipes sollte die Figur Blade sich zu eigen machen und ihr seitens von Fans so viel Interesse bringen, dass Blade nach dem Film ein ganz neues Leben begann. Die Comics passten sich dem vom Wesley Snipes porträtierten Bild an. Und eigentlich kann man sich gar nicht wirklich vorstellen, dass diese Figur von einem anderen Darsteller verkörpert wird. Da die Rechte an Blade schon wieder einige Jahre zurück bei Marvel sind, herrscht natürlich großes Interesse daran, Blade zurückzubringen. Klar ist mittlerweile, dass Blade ins Marvel Cinematic Universe kommt, was mir mehr Bauchschmerzen macht, als ich gedacht hätte. Nun haben Serien wie Daredevil und der Punisher bewiesen, dass man brutale, dunkle und abgründige Marvel-Stories erzählen kann, aber diese Serien wurden damals für Netflix produziert. Die Figuren müssen sich zumindest nach meinem Gefühl nun dem Kino-Universum anpassen, welches mehr auf Familienunterhaltung abzielt. Bei Blade ist es genauso interessant zu sehen wie bei Daredevil und dem Punisher, ob man diese Charaktere klug und mit der nötigen Härte ins Cinematic Universe einpflanzen kann. Denn Blade lebt von seiner kompromisslosen und brutalen Härte und das will ich als Fan auch sehen. Mit Mahershala Ali hat man einen Darsteller, der die Rolle des Blade übernehmen wird, angekündigt. Und obwohl Mahershala ein guter Schauspieler ist, ist seine Verpflichtung für mich schon einmal kein so gutes Zeichen. Der Darsteller geht auf die 50 zu und das lässt mich fragen, was für einen Blade wir bekommen und für wie lange wir ihn haben werden. Ich will nicht alles schon negativ sehen, bevor wir noch nicht ein Bildfetzen präsentiert bekommen haben. Aber die Zukunft Blades ist für mich momentan das wichtigste Projekt des Marvel Studios und ich hoffe, es kann überzeugen. Wesleys schauspielerische Leistung ist hier im ersten Blade die stärkste aller drei Filme. Man spürt immer wieder den Selbsthass, den Blade in sich trägt. Er verabscheut selbst das, was er ist, und das macht seine Wut und seinen Hass auf die Rasse der Vampire umso größer. Wesleys nuancierte Performance während Whistlers Tod ist sehr gut, wenn er das Laken wegzieht und mit seinen Emotionen kämpft. Genau wie als Whistler ihn bittet, ihm seine Waffe zu geben. Es war sehr mutig von den Filmemachern, Whistler zu opfern und feige ihn dann in Teil 2 zurückzubringen. Teil 1 machte deutlich, dass Whistlers Tod endgültig sein sollte und weil der Charakter und Kris Kristofferson so beliebt bei den Fans wurde, brachte man ihn zurück, nur um ihn gleich zu Beginn von Teil 3 wieder zu töten. Das allerdings macht diese Szene in Teil 1 jetzt immer irgendwie kaputt, da als wir sehen, wie Blade weggeht und wir hören, wie Whistler sich erschießt, wir als Fans wissen, dass er zurückkehrt. Der niederländische Kameramann Theo van der Sande leistet herausragende Arbeit. Besonders bei den Kampfszenen, die mehr dem Hongkong-Stil entsprechend gefilmt wurden. Das heißt, man lässt die Kamera mehr drauf auf der Action und es gibt kein wildes Geschneide der Szene. Vor allem liegt das an Wesley, der hier seine Martial-Arts-Fähigkeiten beeindruckend präsentiert. Er kann lange Sequenzen am Stück seinen Gegnern in den Arsch treten und macht diese Sequenzen zu einem Genuss für Action-Fans. Der Film hat aber durchaus seine Probleme. Vor allem die Nebencharaktere sind davon betroffen. Quinn, der diese vielen kleinen Szenen bekommt, ist aber eben doch nicht so komisch, wie es beabsichtigt war. In manchen Szenen wirkt seine Präsenz und dass man ihn ins Bild holt, während zum Beispiel Frost gerade mit jemand anderen interagiert, störend. Quinns beste Szenen sind eben mit Frost, aber der Humor kommt hier durch beide. Quinn findet es toll, ein Vampir zu sein. Frost, er und ihre Leute lehnen sich gegen die alten Vampire auf. Ihre Motivation und Gründe für ihr Handeln sind durchaus gut begreiflich gemacht. Aber Quinn und auch Frost-Freundin Mercury, verkörpert von Ali Jover, die nicht mal gut spielen könnte, wenn ihr Leben davon abhinge, sind nicht interessant und jedes der Ableben der beiden wurde von mir mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Karen als Nebencharakter ist davon aber ausgenommen. Zuerst einmal kommt diese seltsame Verbindung zwischen ihr, Blade, und das Trauma wegen Blades Mutter. Aber auch, dass sie keine Jungfrau in Nöten ist, die auf Blades Rettung wartet, ist gelungen.
Karen passt sich an, wird für Blade ein nützliches Teammitglied, die ein Heilmittel gegen Vampirismus findet. Ein Mittel, um diese auch zu töten, und sie verbessert Blades Serum am Ende. Sie rettet Blade mit ihrem Blut und während dieser den Vampiren und Frost den Arsch aufreißt, steht sie auch nicht untätig da. Whistler wird ähnlich gut gezeichnet. Er baut die Waffen für Blade, kennt die Geschichte der Vampire, spricht ihre Sprache und kennt ihre Physiologie. Er hilft Blade auch aus der brenzlichen Situation, als dieser und Karen von Quinn gefangen genommen werden. Die Story um den Blutgott ist gut aufgebaut und interessant, aber am Ende für mich doch etwas enttäuschend. Du wartest als Zuschauer darauf, dass, wenn dieser erscheint, etwas extrem Episches passiert, aber im Grunde macht das Ritual Frost nur stärker. Natürlich war es schwierig, da man, wie schon einmal erwähnt, ein größeres Finale für La Magra geplant hatte, aber dieses nicht funktioniert hat. David Goyer musste sich schnell was aus den Fingern saugen und so ist das Finale zwar besser, als wenn Blade gegen das Blutmonster gekämpft hätte, aber eben auch nur eine deutliche Notlösung. Abgesehen, wie ich zu seiner für mich etwas respektlosen Meinung stehe, ist Steven Dorff ein guter Schauspieler, der charismatisch ist und seinem Deacon Frost unterhaltsam spielt. Er macht das Beste aus dem, was er hat. Aber zu keinem Zeitpunkt wirkte er für Blade wie eine ernsthafte Bedrohung. Selbst als er sehr viel stärker ist, kann er Blade kämpferisch nicht viel entgegensetzen. Blade 2 war hier sehr viel effektiver und hatte mit der Figur Jared Nomak einen gleichwertigen und bedrohlichen Gegner, dem sich Blade stellen konnte. Der erste Blade bleibt für mich aber dennoch der beste der drei Filme. Teil 1 hat einfach den perfekten Wesley Snipes, sowohl schauspielerisch als auch von seinen Action-Szenen. Das Genre des Vampirfilms, welches damals und heute sowieso noch mehr schon ausgelutscht wirkt, bekam hier einen frischen Ansatz. Dass die Vampire eher Mafia-ähnlich agieren, bis eine Gruppe junger Vampirrebellen sie quasi versucht zu vertreiben. Der Blutgott, obwohl seines ernüchternden Finales selbst, ist interessanter als die Ansätze in den Fortsetzungen. Und Teil 1 macht mir persönlich am meisten Spaß. Das rührt zu großen Teilen davon, dass Wesley Snipes sichtbar auf dem Bildmaterial einen Mordsfun hat, Blade zu verkörpern. Viele denken, dass X-Men der Film war, der den heutigen Comicboom verursachte. Und ja, er hatte seinen großen Einfluss, aber Blade war 2 Jahre früher da und leistete dem damals enorm kaputten Genre einen unschätzbaren Dienst. Blade ist historisch ein wichtiger Film, ähnlich wie Superman, der Comicfilme als ernsthafte Kinounterhaltung als Möglichkeit für Filmstudios attraktiv machte, so brachte Blade das Genre wieder zurück und machte X-Men und Co. erst wieder möglich. Blade ist ein extrem solider Film, der heute noch Spaß macht. Zwar ist hier nicht alles perfekt, aber Wesley Snipes als Blade ist das Anschauen dieses Films immer wieder wert. Jetzt halt verdammt nochmal die Klappe!